Grüezi. Heute hier mit dem Tino am Home Trail Krefeld. Wir waren beide noch nicht hier. Jetzt sind wir hier stundenlang gefühlt über den Acker gefahren. Und jetzt, wenn wir uns hier umgucken, ich guck mal, Berg sehe ich hier keinen. Na ja, gut, aber das wissen wir ja, das ist ja irgendwo hier der Imrather Berg heißt. Ich glaube, da hinten irgendwo muss er sein. Wir schauen mal, wir fahren jetzt hier mal langsam los und gucken mal, ob das hier auch mal was bei uns in der Gegend ist. Ich habe gedacht, ich springe mal eben hier rüber von Gladbach, aber nee, war doch so 50 Minuten unterwegs. Kann man nach Glüder fahren, ne? Alles klar. Bis dann. Bis gleich. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen radeln zum Imrather Berg. Ausgerechnet jetzt fängt es an zu pissen. Im Auto war die ganze Zeit schön Sonnenschein und jetzt haben wir hier Regensauerei. So, jetzt kreuzen wir hier gerade schon ein bisschen länger rum. Oder prima, fahren so eine lange Schleife hoch. Jetzt haben wir gerade schon gesehen. So ein bisschen doof ausgeschildert, bis man hier hinkommt. Aber weil es der einzige Berg hier ist, kann man es eigentlich nicht verpassen. Jetzt hoffen wir, dass wir gleich einen schnelleren Abhilfe für E-Bikes finden. Okay. Also wir fahren einfach erstmal die blaue durch, oder? Oh, doch schon ganz schön hoch, ne, wenn du hier rausguckst. Mhm. Sind schon ein paar Höhenmeter. Dann schauen wir mal. Jo. Oh, und jetzt? Blau ist links. Blau ist rechts. Wobei, ich glaube, das ist die rote hier. Okay. Da brauchen wir Speed. Ups, blau ist da. Aber manchmal schon ein bisschen verwirrend hier, oder? Den kann man aber auch geradeaus gut nehmen, oder? Ja, ist ja extra so gemacht. Doppel-Double. Ich finde halt übel, in der manchen Stellen hat Rot und Blau sich kreuzen oder so, ne? Ja, wir sind gerade teilweise auch mal die Rote gefahren. Das ist immer etwas unterschiedlich hier. Also, hier geht's aber. Da ist ja eine Stelle oben, wo echt wirklich kreuzt. Das habe ich damals auf dem Video gedacht, ne? Ja. Aber da fehlt natürlich nicht so voll, ne? Gucken wir mal weiter. Ready? Ja. Haben wir gar nicht geguckt. Das ist ja mal ganz einfacher. Der hat schon ein bisschen mehr Wumms. Aber den da musst du schon richtig abziehen. Ja. Aber ich glaube, wenn du schnell genug bist, fällst du den auch einfach rein. Und drauf ist halt der lange Weg. Das ist ein bisschen doof, könnte für E-Bikes etwas steiler sein. Die Schiebestrecke ist leider nur zum Schieben gedacht. Dürfen wir nicht hochfahren. Jetzt stoppen wir mal die Abfahrt. Rauf haben wir gerade 4 Minuten gebraucht. Gucken, wie lange die Abfahrt dauert. Oh, jetzt mal genug. Ah, nee, ist noch gar nicht. War noch gar nicht.
sind schon noch immer noch nicht so weit. 2 Minuten. Okay. Immerhin. Gutes Verhältnis. 4 Minuten rauf, 2 runter. Hui. Wow. Auf beiden Reifen gebrappt. Ich nehme mal die blaue hier. Naja, ist das jetzt links der Chicken Way oder rechts? Ja, aber das ist eine fiese Rille da, siehst du? Ja. Ja gut, den kannst du, musst du auch nicht unbedingt droppen, den könnte man auch abrollen. Und hier kannst du relativ gut rollen lassen. Ja, also ich glaube, das hier links ist Chicken Way. Ja. Oh, der Tino droppt das sogar runter. Da bin ich bisher immer dran vorbeigefahren, ich Lutscher. Juhu. Oh, die ist immer scharf hier, die Kurve. Yeah. Schön, Tino. Brauch ja gar nicht drängeln, du bist ja viel zu schnell. Und flieg! Ah, okay. Hier waren wir noch gar nicht. Oh, die waren aber auch nett. Zuck. War doch geil. Schön. Jetzt muss ich auch mal nach vorne den kleinen Drop nehmen hier. Ich Lutscher. Ready to shreddy. Yeah. Wow, habe ich schon 2 Mal hängen geblieben bei dem Scheißding. Puh. Okay, jetzt Dampf. Und Speed. Gas, 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 Gas.
shit. Oh, das ist der Große. Okay. Verdammt! Und jetzt Gas, 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 Gas! Hat auch nicht mehr viel gefehlt, dann hättest du ein Auge gemacht. Ja, ich habe abgebrochen davor. Ich habe wieder geschwächelt, das gibt's doch nicht. Ich hätte aber nicht... an den Augen gemacht, ne? Echt? Echt, korrekt! Geil! Na, komm. Dann fährst du jetzt gleich nochmal vor mir. Weißt du, Leute, wir machen das gleiche Ding nochmal, genau dieselbe Line. Du fährst nochmal vor mir. Den probieren wir dann jetzt auch. Komm, du hast den gerade fast schon gehabt. Du warst im Vorderrad schon drüber. Ja, ich habe fast dann. Ich habe davon auch gebremst. Ja, ich auch. Ich war so, wieder voll abgeschwächelt. So, Tino, was sagst du? Klären wir die Line jetzt? Ich lasse dir den Vorteil aber. Ich möchte nirgendwo ausbremsen. Wieso, wenn du den Drop da oben hast du ja gemacht, hast du gerade? Wenn ich es nochmal mache, ist die andere Frage. Klar, jetzt kommst du ja noch flüssig drauf zu. Jawohl. Hey! Ich hab ihn. Ja. Dafür habe ich oben den Drop verkackt. Da war ich viel zu schnell. Naja, wie sieht das sowieso wieder aus wie. Und? Oh, jawohl! Schön. Eine Kacke. Ja, jawohl! Bei dem Tick zuvor, also ein Tick hier länger noch, aber also ich glaube genau wie bei mir auch. Ich bin auch da irgendwie reingemeißelt. Ich war auch nicht ganz durch, oder? Also ihr seid mit dem Hinterrad. Hat sie auf jeden Fall noch Potenzial. Weil erst ist immer vorsichtig. Ja, Hinterrad auf der Kuppe oben ungefähr. Ja. Das ist ja komisch, ne? Das ist immer Geschwindigkeit ist Sicherheit eigentlich. Ne? Du gibst Gas und desto schneller du bist, desto geiler kommst du irgendwo rüber. Ne? Wenn man dann drüber ist, dann ist geil. Also du musst nochmal. Home Trail Krefeld, Jungs. Dankeschön. War echt gut. Wir finden es gut. Gefreut. Wir kommen wieder. Das war noch schöne Feierabend-Übungssection. Wir sind schön geballert und der Tino hat ein paar richtig gute Drops gemacht. Alter, ja. Richtig schlecht, richtig gut. Und zum Schluss haben wir nicht gesehen, aber ich weiß nicht, ob er ganz ruhig, wir haben es nicht so genau gemerkt. Tino war es auch nicht ein bisschen eingeschlagen, ich auch. Aber das ist nur unser Endgegner, den machen wir beim nächsten Mal. Geil war es hier. Ciao, Bella.